Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Ministerpräsident, mit Ihrer heutigen Unterrichtung sind Sie ja der Beantragung weiterer Aktueller Stunden von der Opposition zuvorgekommen, denn das Thema liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße, insbesondere nach Ihrer bemerkenswerten Pressekonferenz, die Sie vor 2 Wochen hier gehalten haben. Und wenn Sie eben gesagt haben, es ist nicht die Zeit für flotte Sprüche und schnelle Aussagen oder das Urteil wäre uminterpretiert worden, muss man sagen, wer war denn derjenige, der mit flotten Sprüchen und mit einer Uminterpretation des Urteils vor 2 Wochen hier vor der Landespressekonferenz gesessen hat? Das waren Sie, Herr Ministerpräsident Laschet. Und ansonsten, es gibt eine große Vielstimmigkeit in Ihrem Kabinett, wie man mit diesem Urteil umzugehen hat. Da gibt es die Aussagen seitens des Verkehrsministers, die hat der Kollege Dahm eben angesprochen, der zwar auf der einen Seite die deutsche Umwelthilfe angreift, aber auf der anderen Seite sagt, ohne Hardware-Nachrüstung werden wir in diesem Punkt nicht weiterkommen. Und da gibt es die Aussagen der Umweltministerin, die zumindest bedacht erstmal das Urteil prüfen will und abwarten will, wenn die Urteilsbegründung vorliegt. Das wird ja wahrscheinlich etwa im Mai sein. Und dann haben wir den Ministerpräsidenten, der sich vor die Presse setzt und ohne mit den Bezirksregierungen gesprochen zu haben, ohne dass die Staatskanzlei mit den Regierungspräsidien Kontakt aufgenommen hat, ein Urteil uminterpretiert und mögliche Fahrverbote unter bestimmten Bedingungen per se als nicht umsetzbar und als nicht tolerierbar darstellt. Das haben Sie getan, Herr Ministerpräsident Laschet. Und so ist nicht das Urteil, das ist Ihre Interpretation dieses Urteils. Und ich weiß, wir wissen es jedenfalls aus Gesprächen mit den Bezirksregierungen, dass dort Ihre Aussagen höchst irritierend angekommen sind, weil mit Ihnen nicht gesprochen worden ist und weil Sie sich hier vor die Presse setzen und eine sehr eigenartige und sehr eigenständige Rechtsauslegung hier vornehmen. Was Sie hier gemacht haben, Herr Ministerpräsident, ist das Gegenteil von dem, was Sie, glaube ich, wenn man es gut mit Ihnen meint, eigentlich wollen, nämlich Städte schützen bzw. die Autofahrerinnen und Autofahrer. Mit Ihrem Vorsprechen werden Sie letztlich, wenn Sie diese Linie weiterführen, genau das Gegenteil von dem erreichen. Wenn Sie nicht klar Ross und Reiter benennen und wenn Sie nicht klar einen Maßnahmenkatalog vorlegen, dann wird es dazu kommen, dass in der Folge des Urteils in einigen Städten, jedenfalls auf einigen Routen, es zu Fahrverboten kommen wird. Und das haben Sie jetzt eben gerade auch nicht ausgeräumt. Sie haben auch nicht vorgestellt, ich fand es bemerkenswert durchaus, weil wir ja im Verkehrsausschuss eigentlich in jeder Situation, in jeder Sitzung die Situation haben, dass die Vertreter der Landesregierung, die regierungstragenden Fraktionen uns klar machen, dass hier 7 Jahre nichts getan wurde. Von daher ist es ja durchaus bemerkenswert, dass Sie eben anerkannt haben, dass die Vorgängerlandesregierung in wichtigen Punkten Dinge auf den Weg gebracht hat, die Sie jetzt entsprechend weiterführen. Aber Sie haben in Ihrer Rede es eben versäumt, klarzumachen, was über die bisher schon laufenden Maßnahmen hinaus die Landesregierung tun wird, um Fahrverbote in den Städten zu verhindern. Und dabei machen Sie noch dazu den Fehler, dass Sie hier Recht und Gesetz in Frage stellen. Ich möchte mal wissen, Herr Ministerpräsident, wenn ein grüner Minister, ein grüner Landesminister oder ein grüner Ministerpräsident auf einen höchstrichterlichen Spruch des Bundesverwaltungsgerichtes so reagiert hätte, wie Sie es vor der Landespressekonferenz getan hätten, was hier im Plenarsaal los gewesen wäre, wie Sie hier entsprechend reagiert hätten, wie auch der FDP-Koalitionspartner reagiert hätte, wenn es ein grüner Landesminister gewagt hätte, eine solche Urteilsauslegung vorzunehmen, wie Sie das hier in Düsseldorf getan haben, Herr Ministerpräsident. Auch Sie sind an Recht und Gesetz gebunden. Und wo kämen wir denn hin, wenn die Regierung oder wenn der Ministerpräsident in Gutsherrenhart darüber befindet, welcher Urteilsspruch und wie ein Urteilsspruch umzusetzen ist? Das Urteil ist klar, aber das, was Sie sagen, ist nicht klar. Sie haben keine klare Linie in dieser Frage. Und jetzt mal, Herr Löttgen, zu Ihnen, zu Ihrer Pressemitteilung zur deutschen Umwelthilfe. Sie haben ja in einer bemerkenswerten Presseerklärung 10 Tage nach dem Richterspruch darauf abgehoben, dass die deutsche Umwelthilfe möglicherweise bestechlich sei, weil sie im Spendenportfolio, weil es dort Eingänge gibt von Toyota,
Toyota macht ja gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe seit einigen Jahren ein Projekt für Umwelttaxis und hat eine große Dienstwagenumfrage bundesweit gemacht. Und dann haben Sie sehr süffisant eingefügt, dass die Unabhängigkeit der Deutschen Umwelthilfe ja nicht gewährleistet ist. Lieber Herr Löttgen, ich habe, das unterstellen Sie ganz klar in Ihrer Pressemitteilung mit den 50.000 Euro. Ja, ich zitiere den Spendenbericht des Deutschen Bundestages aus dem Jahre 2017, der dem Bundestag und dem Bundestagspräsidenten vorliegt. Dort haben wir zum Beispiel im letzten Sommer zwei Spenden von 50.000 Euro von Seiten von BMW an die CDU. Und wir haben eine Spende von 100.000 Euro seitens Daimler-Benz an die CDU. Würden Sie, Herr Löttgen, Sie haben ja gleich die Möglichkeit, weil Sie jetzt entsprechend dran sind, wenn Sie entsprechend da so vorlegen, würden Sie wirklich der Deutschen Umwelthilfe unterstellen wollen, dass sie aufgrund dieser Zuwendung von Toyota entsprechend gekauft worden ist von der Industrie? Wenn man sich Ihre Spendeneingänge bei der CDU auf Bundesebene anguckt, müssten Sie doch genauso das Urteil fällen, dass Sie entsprechend der deutschen Automobilindustrie hinterherrennen und deren Maßnahmen entsprechend unterstützen. So, und jetzt mal zum eigentlichen Forderungskatalog. Wir brauchen verbindliche Hardware-Nachrüstung. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir zeitnah und schnell und flexibel Fahrverbote verhindern können. Und dort hat der Verkehrsminister klare Aussagen gemacht. Dort haben aber auch ADAC, DGB, Deutscher Städtetag, Städte- und Gemeindebund, der CDU-Oberbürgermeister von Essen, die Kölner Oberbürgermeisterin, alle fordern diese verbindlichen Hardware-Nachrüstungen. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben hier keine klare Linie. Ihr Verkehrsminister unterstützt diesen Vorschlag. Sollten wir sagen, mehr Wüst, weniger Laschet? Sie haben heute die Möglichkeit, klarzumachen, ob Sie als Ministerpräsident des größten Bundeslandes auf die Bundesregierung Druck und Einfluss ausüben, dass der Verkehrsminister, der neue Bundesverkehrsminister, hier ein klares Konzept vorlegt, dass die Automobilindustrie verpflichtet wird, auf ihre Kosten diese Hardware-Nachrüstung vorzunehmen. Herr Ministerpräsident, bekennen Sie Farbe. Und das wäre der zweite Schritt, um als Möglichkeit, analog genauso wie es bei der grünen Plakette gelaufen ist, begonnen damals unter Ihrem Landesumweltminister Uhlenberg, weitergeführt von Herrn Remmel. Es ist doch gelungen, bei der Feinstaubfrage, bei der Frage CO2 mit einem guten landesweiten Maßnahmenpaket die Werte deutlich zurückzudrängen und mit der grünen Plakette auch eine Kontrollmöglichkeit zu schaffen. Warum behauptet diese Landesregierung weiterhin die Einführung einer blauen Plakette, die ja die Möglichkeit, die Kontrollmöglichkeit gibt, nach Hardware-Nachrüstungen auch nachzuvollziehen, ob diese Fahrzeuge entsprechend auch sauber sind. Warum verweigert weiterhin die Landesregierung die Unterstützung? Einführung der blauen Plakette ein und setzt sich für die entsprechenden Hardware-Nachrüstungen mit der Unterstützung der Industrie 1:1 bezahlt auch ein. Also wenn Sie sich auf Herrn Kretschmann entsprechend berufen, dann müssten Sie auch Herrn Kretschmann an diesem Punkt unterstützen. Herr Ministerpräsident, ich habe Ihnen eben sehr genau zugehört und fand ja durchaus bemerkenswert, dass Sie aber ein paar Punkten, die bisher in der Debatte seitens Ihrer Regierung eher unter ferner liefen oder gar nicht angesprochen worden sind, die Sie durchaus in Ihre Rede eingepflegt haben. Beispielsweise haben Sie von der Hintergrundbelastung durch die Braunkohlekraftwerke gesprochen. Das ist in Köln ein reales, sind unter anderem die Kraftwerke und die Industrie, die hier zu einer entsprechenden Belastung führen. Und Sie haben auch die Flughäfen angesprochen. Wäre es nicht heute an der Zeit, die Chance zu nutzen, hier eine klare Aussage zu machen, dass eine Kapazitätsausweitung am Düsseldorfer Flughafen, also über das hinaus, was wir heute schon an Flugbewegungen an diesem Flughafen haben, dass, um unsere Innenstadtluft sauberer zu bekommen, dass es keine Kapazitätsausweitung am Düsseldorfer Flughafen geben darf. Das wäre eine klare Aussage gewesen, weil ansonsten, sehr geehrte Damen und Herren, was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn man sagt, die Flughäfen tragen zur Belastung bei? Also, es interessiert uns wirklich, was wird die Landesregierung unternehmen, um die deutliche Belastung, die von den Flughäfen ausgeht, entsprechend zurückzudrängen? Oder beispielsweise Binnenschifffahrt haben Sie angesprochen. Das ist ja durchaus richtig. Aber
da steht die Frage im Raum, mit welchen Maßnahmen und Handlungspaket wird die Landesregierung dazu beitragen, hier entsprechend für saubere Partikuliere auf dem Rhein zu sorgen. Wir wissen alle, dass es ein sehr schwieriges Projekt ist. Es sind viele eigenständige Unternehmer, Schiffe werden angeschafft auf 40, 50 Jahre. Es gibt eine neue EU-Richtlinie, die ab 2019 gilt, die zumindest saubere Kraftstoffe fordert. Aber die Frage wäre doch, wie wird die Landesregierung antreten, um Schiffer dabei zu unterstützen, von ihren dreckigen Antrieben wegzukommen und die Schifffahrt auf dem Rhein sauberer zu machen. Wenn Sie es ansprechen, Herr Ministerpräsident, Sie regieren, Sie stellen die Ministerien, sagen Sie uns, welches Maßnahmenprogramm Sie entsprechend vorstellen. Und zum Abschluss, Sie erwähnen ja gerne Aachen. Das ist ja ein Geschenk, was Ihnen gemacht worden ist. Die vorherige Landesregierung, die Wissenschaftsministerin, hat über Jahre hinweg mit guten Förderprogrammen die Elektromobilität in Aachen ausgebaut. Wir waren zur damaligen Zeit schon dort, haben Gespräche dort geführt am Lehrstuhl, haben die ersten Prototypen vom Streetscooter uns angeguckt. Das ist ja ein echtes Geschenk. Nun kommen Sie zufällig, oder Sie kommen aus Aachen und nutzen ja jede Gelegenheit, auf dieses Projekt entsprechend abzuheben. Aber Sie sind auch heute in Ihrer Rede, Sie rekurrieren immer auf Aachen, aber Sie sind wirklich, die Gelegenheit haben Sie versäumt, um es deutlich zu machen, mit welchem Maßnahmenprogramm hinaus über das, was schon läuft, also die 100 Millionen Euro, die seitens des vorherigen Umweltministers im Bereich emissionsfreie Innenstädte schon auf den Weg gebracht worden sind, welche zusätzlichen Maßnahmen über das, was heute schon gemacht wird, hinaus, wird die Landesregierung Elektromobilität in diesem Land fördern. Auch das wäre eine Chance gewesen. Wir haben jetzt gleich noch eine zweite Runde. Ich habe bewusst meine Rede ein Stück moderat angelegt, weil es eben viele... Ja, ich finde schon, dass es moderat war. Ich habe Fragen gestellt. Es ist heute die Chance für Sie, hier Farbe zu bekennen. Was Sie eben hier geliefert haben, das war so ein Rumlavieren und an der Rechtsmaterie abarbeiten ohne klare Aussage. Die Bürgerinnen und Bürger, die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und auch die Bezirksregierungen, die sind überhaupt nicht zufrieden. Dann sprechen Sie nicht mit denen. Sie sollten überhaupt mehr mit Oberbürgermeisterinnen und Bezirksregierungen reden als mit der Automobilindustrie. Und Sie sollten auch nicht immer eins zu eins. Ja, es ist so. Man kann sich bei den Tagesthemen noch mal das Interview angucken, was Herr Mattes am Donnerstagabend als neuer VDA-Präsident gegeben hat, mit den Forderungen der Automobilindustrie jetzt nach dem Urteil. Und das, was Sie am Freitag hier in der Pressekonferenz, was Sie hier als Ihre Aussagen und als Forderungen wiedergegeben haben, das ist wirklich eins zu eins die Position von Herrn Mattes gewesen. Und Herr Ministerpräsident, natürlich ist es wichtig, sich mit den Konzernen und auch mit den Vorständen zu unterhalten. Aber Sie haben die Aufgabe als Ministerpräsident, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben, die Gesundheit zu schützen und entsprechend zu einem Ausgleich zu kommen. Und das machen Sie nicht. Sie plaudern munter das nach, was in den Konzernzentralen diskutiert wird. Das gilt bei der Industrie, das gilt bei der Energiepolitik, das gilt auch leider in der Verkehrspolitik. Sie nutzen nicht die Chance, Druck auf Berlin zu machen. Sie könnten den neuen Bundesverkehrsminister in die Pflicht nehmen, jetzt ein entsprechendes Maßnahmenprogramm vorzulegen, für Hardware-Nachrüstung sich einzusetzen gegenüber der Automobilindustrie. Sie sind der Ministerpräsident aus dem größten Bundesland. Nutzen Sie diese Chance und nutzen Sie auch die Chance in der zweiten Runde, ein bisschen mehr Butter hier bei die Fische zu tun, wie man so schön sagt, und uns klarer deutlich zu machen, wo Sie eigentlich hinwollen. Danke für die Aufmerksamkeit.